Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir nehmen euch heute mit oder jetzt die nächsten Tage mit. Wir fahren nämlich heute nach Frankreich und morgen früh geht's dann für uns ins Disneyland. Wir fahren jetzt ungefähr 4 Stunden, übernachten dann woanders und morgen früh haben wir nochmal 1 Stunde Fahrt. Dann sind wir aber ganz schnell da. Wir bleiben dann auch eine Nacht im Disneyland und versuchen euch jetzt einfach so gut es geht dort mitzunehmen. Ich denke, da ist das Interesse groß, ein bisschen was von mitzubekommen. Wir haben hier die Kühltasche von meinen Eltern oder Kühltruhe von meinen Eltern ausgeliehen, vollgepackt, haben auch noch eine ganze Tasche voll mit Süßkram und sowas, weil wir natürlich auch morgen im Park einiges mitnehmen wollen und nicht jeden Snack da kaufen. Ich habe gehört, es ist sehr, sehr teuer da, aber das, da geht man ja von aus. Also wir sind sehr aufgeregt. Ich warte jetzt hier nur noch auf die Spülmaschine. Die ist jetzt gleich fertig. Dann räume ich die aus und nochmal ein und dann hauen wir ab. Wir sind jetzt gerade angekommen in Rhin oder so ähnlich, Reims auf Deutsch gesprochen. Haben hier ein richtig schönes Zimmer mit so einem Hochbett und hier ist noch ein einzelnes Bett für 2 Erwachsene, 2 Kinder gebucht. Kleines, aber feines Bad. Ja, echt ganz nett, habe ich gar nicht so schön erwartet. War nämlich auch echt günstig. Ist ja jetzt wirklich nur, um die eine Nacht zu überbrücken. Wir haben mal auch direkt McDonald's, also könnten wir auch morgen schon noch was frühstücken. Wir fahren morgen nämlich, ja, wahrscheinlich vor 7 Uhr schon weiter. Da. Wir laufen jetzt nur noch zum Eingang. Wir sind so aufgeregt. Da ist der Eingang. Wir sind jetzt schon im Hotel gewesen, haben eingecheckt. Das Hotel sieht einfach mega aus. Wie Titanic fühlt man sich da. Und ja, von da aus kann man super so 10 bis 15 Minuten laufen zum Park. Läuft aber noch durchs Disney Village, wo wir gerade sind. Und sieht halt die ganzen Restaurants und schon mal ein paar Shops für später. Sind jetzt gleich im Eingang und sehr aufgeregt. Wir warten hier gerade auf den Patrick, der ist nämlich auf der Achterbahn und haben uns hier so Mickey Mouse Cupcakes geholt, Halloween Design. Sind jetzt hier gerade in so einer Art, ja, Halloween Viertel. Hier ist auch alles mit Coco voll. Der Patrick hat ja diesen Behindertenausweis und kann deswegen direkt durch diesen Fastpass Eingang und somit brauchen wir auch immer nur ein paar Minuten warten.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip. Die Rosalind und der Patrick sind jetzt hier im fahrenden Autos, stehen aber noch an. Wir warten ein bisschen, es regnet leider. Und danach werden wir hier hintereinander, also nacheinander, Patrick und ich, auf diese Achterbahn gehen. Ich habe mich jetzt dazu überreden lassen, auch nochmal eine Runde mitzufahren, weil das so viel Spaß macht. Hier fährt man über Brücken und Unterbrücken. Hoppala! Ich muss hier Gas geben und die Rosalind, die lenkt. Und der Patrick, der fährt mit der Olivia vor uns, aber die sind irgendwie weg. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. So, wir laufen jetzt zum Hotel zurück. Wir sind gerade auf der Parade gewesen. Dann einmal durchs ganze Disney Village, wo alle schon in die Restaurants gegangen sind zum Essen. Wir gehen jetzt aber erstmal einchecken. Also eingecheckt haben wir ja schon, aber wir holen unsere Sachen aus dem Auto und wir haben unser Zimmer ja auch noch nicht gesehen, dann bringen wir die Sachen erstmal dahin. Dann wollen wir aber auch schon wieder zurück, weil wir natürlich auch noch was essen wollen. Die Rosalind wollte jetzt im Village auch noch in einen großen Disney-Store. Dann ist um 21 Uhr Feuerwerk. Das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Und dann fallen wir wahrscheinlich todmüde in unsere Betten. Ich habe ja gesagt, es sieht aus hier wie auf der Titanic. Also wirklich krass, finde ich. Ja, hier bei uns im Hotel gibt es sogar ein Schwimmbad. Wir sind jetzt hier auf so einem kleinen Boot oben. Und hier kann man auch sogar rausschwimmen. So, also mehr filme ich jetzt nicht. Es geht einmal hier rundherum unten. Aber hier schwimmen auch Kinder. Und dann geht es auch noch nach draußen. Und ein Whirlpool gibt es auch. Hier geht es dann wieder ins Hotel. Hier aus. Ja, auch wieder ein bisschen Titanic-Feeling. Now that I'm looking back, I can see all those signs. I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind. But I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had afforded, just like a void. But you broke the coldness somehow. Unser Frühstück im Hotel, Buffetform. Lauter so kleine verschiedene Brötchen. Mickey Maus, Funky. So, der zweite Tag ist angebrochen. Wir waren jetzt gerade frühstücken und laufen jetzt wieder los. So, heute sind wir jetzt im Disney Studios Park und gestern waren wir im Disneyland. Also es gibt ja zwei Parks. Der hier soll nicht so groß sein und da soll man schneller durch sein. Deswegen haben wir uns den für den zweiten Tag aufgehoben und wollen dann eventuell mittags nochmal rüber. Da gibt es noch zwei, drei Sachen, die wir nochmal gerne fahren wollen. Because
Patrick ist jetzt da im Hollywood Tower Hotel. Das ist ja so eine Art Freefall Tower. Danach wollen wir da noch in so ein Spider-Man-Ding. Hier war eine Show und hier kann man Fotos mit Minnie Maus machen. Ja, da war die andere Ecke, wo wir vorhin schon waren. Toy Story und Findet Nemo Achterbahn. Da waren wir auch drauf, die war auch gut. Und dann sind wir hier auch schon durch. Dann gehen wir zum Mittagessen. Da gehen wir ins Disney Village, wo wir eigentlich gestern essen wollten. Und danach gehen wir nochmal ins Disneyland. Im Disney Studios sind wir jetzt fertig und wir gehen jetzt im Disney Village was essen. Da wollten wir in so einen Diner, wo man mit Rollschuhen bedient wird. Und danach gehen wir dann nochmal ins Disneyland für 2-3 Attraktionen. Und dann war es das für uns auch schon. Und da sind wir schon auf unserem Nachhauseweg, gerade durch die erste Mautstelle gefahren. Es regnet auch, also heute war das Wetter echt nicht schön. Teilweise doll geregnet. Aber es war trotzdem ein schöner Tag und heute waren ja auch viele Shows, die sind ja auch alle drin gewesen.